Moin, willkommen in Hagenow Land. Ich bin Dirk und ich möchte gerne mit euch heute auf Spurensuche gehen, was sich hier in den letzten 25 Jahren verändert hat. Damals habe ich hier auf dem Bahnhof Hagenow Land fotografiert und heute wollen wir einmal sehen, was aus der Zeit noch übrig geblieben ist. Das Empfangsgebäude habt ihr eben schon hinter mir gesehen. So sah es 1994 hier aus, aufgenommen von einer Fußgängerbrücke, die es heute nicht mehr gibt. Regionalexpress RE1 fährt ab nach Schwerin und Rostock. Und hier fährt ein Intercity in Richtung Schwerin. Eine 112 fährt leer in Richtung Hamburg. Der Wasserturm ist nach wie vor ein eindrucksvolles Gebäude. Das kleine Stellwerk im Vordergrund ist allerdings inzwischen verschwunden. Den Bahnübergang und das Wohnhaus gibt es auch im Jahr 2019. 1994 hatte der Bahnübergang allerdings lange Schranken, keine Halbschranken. Hier wieder von der nicht mehr vorhandenen Brücke aus gesehen. Links vom Empfangsgebäude steht das ehemalige Postamt. Hier die Ansicht aus dem Jahr 1994. Hier der Eingang zum Postgebäude heute und 1994. Auf das schöne Blechschild wurde damals nach der Wende einfach ein stilisiertes BRD-Posthorn aufgeklebt. Hagenow Land ist ein Trennungsbahnhof in Keilform. Hier links liegen die Gleise der Strecke Hamburg-Schwerin, rechts außerhalb des Bilds die der Strecke von Hamburg nach Berlin. Das Verkehrsschild ist stark ausgebleicht. Dabei kann es noch gar nicht so alt sein. Hier hinten steht 07 drauf. Hier stehen wir an der Berliner Seite, Blick in Richtung Hamburg, zur Verzweigung der Strecken. Der IC fährt in Richtung Schwerin. Der ICE fährt von Hamburg nach Berlin. Bahnsteig ein RE von Schwerin nach Hamburg. Das rote Gebäude und der Antennenmast links im Bild standen auch 1994 schon da. Der Regionalexpress bestand damals allerdings aus einer Diesellok 232 mit alten Schnellzugwagen. Hier ein RE nach Schwerin.
Hier habt ihr jetzt den Blick zur Streckenverzweigung und in Richtung Hamburg von der Schweriner Seite des Bahnhofs aus gesehen. Links die Gleise nach Schwerin, rechts nach Berlin. Das Empfangsgebäude steht in der Mitte. Dieser Regio-Shuttle der ODEG fährt als Regionalbahn nach Hagenow Stadt. Die Stopfmaschine fährt hier in Richtung Schwerin. Das Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks Hagenow-Land wird immer mehr von der Natur zurückerobert. Am Lokschuppen steht immer noch Berlin ruft die Jugend, wie schon vor 25 Jahren. Das Überqueren der Gleise ist jetzt verboten. Es ist mit Zuggeschwindigkeiten bis 230 km pro Stunde zu rechnen, wie auf dem Schild steht. Die Warnung ist berechtigt. In der Gegenrichtung fahren die Regio-Shuttle als RB nach Parchim. Das Schild Bahnbetriebswerk Hagenow-Land steht ebenfalls noch. Heute ist hier das Betriebsgelände der D&D Eisenbahngesellschaft. Ein kleines Stück weiter, parallel zur Strecke nach Berlin, standen 1994 eine Reihe ausgemusterter Fahrzeuge.
Mit diesen Aufnahmen von der Berliner Bahnhofseite sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.